Ein herzliches Moin Moin erstmal, da sind wir wieder bei Starbound. Bei der letzten Folge haben wir uns ein bisschen, sag mal, utensilisiert. Ja, geiles Deutsch. Aber Hachi, mein Bruder und so. Bitte, was haben wir? Uns utensilisiert. Das ist Faust, Deutsch, Deutsch, Faust. Wusstest du das? Du wolltest sagen, wir haben uns ein paar neue Utensilien dazu geredet. Genau, utensilisiert. Okay. Jo, und wir wollten den neuen Planeten besuchen. Irgendwie hat. Hoffentlich ist. Sag mal, Marcel wirklich ein Mann, weil. Es sieht wirklich aus, als hätte er Titten. Wie er vorhin sagte. Krass, oder? Ja. Das sieht voll weiblich aus. Ich spiele ihn an den Möpsen. Oh. Ja. Unser Hate Media hat jetzt eine Doppelklingel. Ich bin immer noch so wie vorher auch mit meiner eigenen rostigen Axt. Bisschen Rost, wenn ich die Leute verschnitzel, kann die gleichen Blutvergiftung durch Rost, also was will man mehr? Also, wollte ich mal sagen, let's start it up auf dem Planeten. Ganz genau. Da sind wir schon. Links, rechts, geradeaus. Spontan auf 3, links. Okay. Ist das Regen? Sind das Meteoriten? Scheint so, ne? Sieht aus wie kleine Meteoriten. Sieht aber geil aus. Macht das Spaß, gerade hier durchzukacken? Hey, yo! Und das noch in meinem ordentlichen Rüstung. Oh nö! Okay. Ey, willst du mich da noch verarschen oder was? Jenny, sind die Roboter? Oh. Interessant. Ein Doktor-Spawner. Ich hab einen Doktor-Spawner bekommen. Ja, hab ich gesehen. Was kann der? Wow! Ich sag mal, man kennt sich zwar so ein bisschen aus, weil man ja auch bei anderen Let's Playern gerne mal schaut, aber ich sag mal. Ey, Kopper! Wir brauchen Kopper. Vergiss das nicht. Jo! Kopper ist diesmal wichtig, weil. Ihr habt ja mitbekommen, unser Marcel, der stillende Dieb. Mir macht das Angst mit dieser Ebene, weil ich habe davon schon mal was gehört. Nicht wenn nachher wirklich. Wow! Was ist das denn hier? Jump in one? Ja, vor allem der Freche, weißt du? Jetzt halt sagt er kein Wort, auf einmal dann, ich brauche eine Kopper, meine Rüstung ist noch nicht fertig. Ja. Was ist Chris, wo bist du? Wow. Ich hab was? Ein bisschen leicht Angst. Wo bist du? Ganz in der Nähe? Ah ja. Was hast du gefunden? Noch gar nichts. Ah, da bist du ja. Ich bin ja wirklich ganz in der Nähe, verdammt. Ich glaube, ich bin schon weiter vor. Bisschen nach Kopper Ausschau halten. Weil wir brauchen nicht so viel Kopper. Marcel hat ja alles verbraucht. Oh, jetzt hätte ich gerade Schiss gehabt. Und ich habe irgendwie auch trotzdem leichten Bammel wegen den Meteoriten. Ich habe schon mal eine Folge bei jemanden gesehen. Ja, Meteorit und dann bumm. Kam auf einmal Mega Meteorit. Oh, weg waren. Ja, mit sowas rechne ich aber irgendwie auch. Aha. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie Flitzebogen. Auch nicht, das heißt ja, bei Nacht kommen die Riesendinger und dann gehen wir Kot. Gehen wir Kot? Tot. Ah, also Kot. Koten. Danach geht's auf Kot, ja. Marcel, wir brauchen deine Toilette, wir müssen koten. Ja, das sieht aus wie ein Digimon hier. Dieses, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, du meinst. Drillion, Alter, ich renne und ich finde euch einfach nicht mehr. Weil du immer zu langsam bist. Ja, und ihr verpasst hier Kopper und alles. Ja, wir haben dafür schon 30 Bosse gekillt. 30 Bossen noch nicht, aber sagen wir 29,5. Okay. Ich bin gestorben. Hab ich gesehen. Das war scheiße. Wieso machst du nur sowas? Ja, keine Ahnung. So, du gehst nach links, ich geh nach rechts. Okay. Werde ich wahrscheinlich nicht lange überleben, aber egal. Weil wegen allein und so. Alleine, ne? Oh Gott. Ich
wird gleich noch Spaß haben. Ey, ich hab überlebt. Wirklich irgendwie gerade. Ich bin wenigstens so nett und sammel hier Kohle ein, damit wir weiter können dann. Machen wir doch auch. Weil ich was finde, sammle ich was ein. Gold. Nee, eine Steinschicht. Egal, ich hab dir. Ich bin gerade dabei, dass ich auch ein paar bisschen was für Bandagen besorge. Ah, das geht doch schon mal viel schneller mit einer Silber. Kopper und Silber. Ja, Silber habe ich gerade auch gefunden. Was war das? Lol, da war eine Kiste, die wurde von Meteoriten zerstört. Da war Ocarina drin? Ocarina? Du hast eine Ocarina gefunden. Ein Musikinstrument. Ja, jetzt können wir zusammen jammen. Ich weiß. Ich sag nur, ne? Ja, Legend of Zelda, mein Freund. Ja, eine Ocarina of Time und so. Ah. Exactly. Ich freue mich. Ocarina for the win. Und jetzt kommt da das Lied, wenn da das Lied drauf wäre, ne? Nee, leider nicht, aber man kann es drauf spielen. Du weißt, welche. Ja, natürlich. Das wäre denn so epic. Ich glaube, ich würde das die ganze Zeit nur tellern. Gehen wir lang. Och, kommen die Gegner. Man kann es ja raufspielen bei Star Wars. Stimmt auch, ja. Yeah. Seid ihr noch da? Ja. Ich hab die Kiste übersehen. Was? Was? Ja. Mit Blutei, mit Kopper und noch mehr Kopper. Okay. Ich muss aber ehrlich zugeben, im Moment bin ich gerade nur darauf bedacht, jetzt bloß nicht drauf gehen. Nachher unbedingt diese Fliege suchen und töten. Geht die dir immer noch auf den Sack? Ja. Ist das nicht schön, wenn so eine Fliege einen auf den Sack geht? Unbedingt. Gibt nichts Schöneres. Das glaube ich. Ja, aber durch meine Doppelklingen, also ich bin ordentlich am Fleisch sammeln. Wunderbar. Auch mal Licht. Eine Torch, also Fackel. Also ich denke, verhungern werden wir die nächsten Wochen nicht. Das ist wunderbar, das ist schön zu hören. Ich werde mal weiter gucken. Unter mir ist ein riesiger Seetunnel. Oh, noch mehr von euch. Ey, komm. Die sehen nur böse aus. Na, dann kommt der erste Boss. Ich warte. Oh, ich hab ein Dorf gefunden. Cool. Mit ganz komischen Alien. Oh, nö. Und ein Bett, in dem ich schlafen kann, ist das herrlich. Dann wartet da mal kurz. Ich bin schon am Silberort. Ja. Hab wieder so einen Außenposten von der mechanischen Infanterie. Infanterie. Genau, hab ich doch gesagt. Ottifant und so, weißt du doch. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, in. Safes Crafting, ja sorry. Und Bandage machen. Oh nö. Meine Güte, bleib mir doch mal vom Leib, ich will. Oh, immer Bandage.
Bandagen. 10 Stück, jo. Inventory. Toll, die wohnen in den Bäumen, das finde ich ja geil wie Sau. Ich hatte so ein riesen Baumhaus gebaut. Ach, die Fraktion, ah. Okay. Die nennen sie wohl irgendwie Floras. Ja, das sind diese Blumenmenschen. Ja, genau. Mhm. Die kannst du entweder, sag mal, in diesen Hütchen finden oder halt in den Bäumen. Denke ich auch immer so übelst geil. Oh, Kohle. Kleiner Tipp, wenn du diese komischen pinken Viecher hast mit diesen blauen, sag mal, Schwimmhäuten an den Ohren. Oder Kiem, keine Ahnung. Okay. Duck dich, also geh in die Hocke. Okay, bei dir ist das ein bisschen, glaube ich, doof, weil du ja immer vor der stehst. Aber dann tun sie dir nicht so viel. Können sie dir nicht so viel antun. Achso, ja gut, die greifen nicht an. Die greifen an. Die Floras. Achso, die meinst du. Ich dachte, du meinst, es ist die Floras hier. Ich frag mich, wie weit vor ihr gelaufen seid. Ich bin nicht vorgelaufen. Ich lauf gerade in eine Richtung lang. Ich finde die Lampen voll geil. Stein braucht halt trotzdem übelst lange, aber egal. Diese verdammte Fliege. Die geht mir so auf den Nerv. Tja Leute, das nennt man Aim. Noch nie mal gesehen, dass der Gegner ist, aber gekillt. Okay, ich habe ihn gesehen. Das war ja das Gute. Da wusste ich, wo er ungefähr stand. Der lügt wie gedruckt, der schießt einfach nur wie ein Bescheuerter und hofft, dass er was trifft. Nö. Ich doch niemals. Mann. Und Leute, ihr braucht euch nicht wundern, warum wir noch nicht einmal in der Erde waren, also uns irgendwo eingebuddelt haben, weil wir sind noch nicht so weit. Uns fehlt noch die passende Ausrüstung, weil ob Tag oder Nacht, abends sind die Viecher einfach, boah, nervig. Ja, und auch auf, ich muss auch ehrlich sagen, mit der fehlenden Ausrüstung, hauptsächlich was das Bohren und sowas angeht, ich habe einfach keine Lust darauf, mich da stundenlang irgendwas so versuchen, vorwärts zu kommen. Und dann tut sich nichts. Jetzt? Ich bin immer noch in diesem Floradorf. Und ich bin bei dir. Bei mir dauert es noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie weit ein großer Planet ist. Es regnet. Ja, bei mir auch. Und zwar wieder Meteoriten. Oh, ich muss echt sagen, diese Floralampen finde ich total schön. Stone Pickaxe Kohle nehme ich mir. Ja, Blue. Na endlich, jemand der was verkauft. Achso, der verkauft Essen. Ja. Mal gucken, was er meint. Nehme ich mit, aber. Nichts atembereit. Okay, wir sind vorbei an den Floras und kommen jetzt weiter entgegen. Wir könnten uns ja auch erstmal einen Essensvorrat richtig an schaffen. Kohle. Kohle. Ja. Hab nichts gesagt, Leute. Nein. Nichts. Chris, gesagt. Wo bist du jetzt bei dem Floras? Ich bin jetzt gerade wieder raus bei den Floras. Ich bin jetzt wieder links und bin raus. Dann warte auch mal auf Marcel, sonst. Dann sehen die Leute Marcel auch mal wieder.
Ja gut, ich habe ja eigentlich gesagt, da ist nichts weiter, ich bin raus. Ja. Trotzdem will er sich das ja auch mal angucken. Die Kulturen. Na, bei den Flokas war er. Da habe ich ihn ja noch getroffen. Ich habe auch noch den Häuptling hier gesehen oder was auch immer das ist. Und ich töte jetzt das Volk. Bist du den großen Berg hier wieder hoch? Nach links war ich, ja, aber jetzt bin ich gerade wieder zurück ins Flogadorf. Du warst doch eben noch hier, oder nicht? Seht ihr euch beide? Ich bin immer nicht? Noch da. Oh, Leute. Ganz ruhig. Ich bin vorne im ersten Haus. Fackel setzen. Nach ganz links musst du nicht nach rechts. Wir haben es wieder nach. Und ich bekomme Angst, dass mich gleich so ein Meteorit trifft. So, dann los. Oh, what the fuck? Der Server hängt dann schön, meiner Meinung nach. Da hinten sieht geil aus, der Hintergrund. Ich bin ja mal gespannt, wann wir dem Forst hier wieder begegnen. Bist du den roten Dingern einfach ausgewichen? Ja. Die Vögel sind sehr nervig, sag ich gleich. Und sehr, sehr stark. Oh Gott. Und ich habe hier, glaube ich, eine Vogelarmee bei mir. Vier von den Scheiß. Papa kein Dinger. Und ich bin tot. Fuck! Drei von den Viechern killt, der letzte killt mich. Ich glaub's nicht. Inventory, was habe ich jetzt hier? So. Craft. Ach, liebe Leute. Was soll ich noch sagen? Abgestürzt. Wie war's abgestürzt? Mein Spiel. Oh. Echt jetzt? Ja. Ich versuche hier doch nochmal zu joinen. Ich habe auch. Du stehst hier noch und bin tot. Genau neben dir. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir auch keine Rückmeldung von Starbauer. Und yay! Yay! Das Problem hatte ich auch irgendwo. Na. Oh. Und weil es so geil ist, wisst ihr was? Ich beende die heutige Folge für mich. Okidoki. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend noch. Jo, schlaf gut auf. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wie gesagt, ich bin aber noch ein bisschen auf dem Schiff. Da ist unser Malo. Aber ich werde trotzdem auch jetzt verpieseln mich, weil bevor das gleiche nochmal bei mir passiert, wie weit immer schön Sicherheit geht vorher.